Hallihallo, mein Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr könnt schon den Titel lesen, um was es hier geht. Ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie es mir so geht, wie ich damit umgehe und was mir hilft. Genau, ihr wisst ja, dass ich die OP hatte und danach hatte ich hier ganz, ganz schlimme Depressionen. Ich bin ja immer im Schlaf so aufgeschreckt oder vorm Einschlafen immer so aufgeschreckt und habe Panikattacken. Und ich war wirklich in einem sehr, sehr, sehr tiefen Loch, muss ich sagen. Ich war wirklich so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so möchte ich nicht mehr weiterleben. Ja. Warum? Weil ich habe ich bin ja vom Krankenhaus, von der Türkei zurückgekommen, war hier 5 Tage zu Hause und in diesen 5 Tagen ging es voll bergab. Ich habe wegen allem geweint, ich habe nur noch Leere gefühlt, kein Glück mehr, keine Liebe mehr. Ich wollte nicht mal mehr vor die Tür gehen. Ich habe mich einfach leer gefühlt. Ich war wie in so ein Loch drinne. Und schlafen habe ich auch nicht viel können, weil ich habe zwar Schlaftabletten genommen, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe trotzdem immer bloß 4 Stunden geschlafen in der ersten Zeit. Und das hat mich auch extrem geschlaucht. Genau. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, da war ich ja 6 Wochen. Und in der Zeit natürlich war das ein Auf und Ab, weil das war auch alles zu viel für mich. Mir ging es in dieser Zeit überhaupt nicht gut. Und ich habe dann auch 2 Gespräche mit einer Psychiaterin vom Krankenhaus gehabt. Und die hat mir dann für abends was verschrieben oder halt habe ich vom Krankenhaus gekriegt. Und dann konnte ich mal ein bisschen besser schlafen. Da habe ich dann langsam wieder gelernt, einzuschlafen. Genau. Und dann bin ich ja nach Hause gekommen und dann musste ich mich erst einmal wieder einleben. Erholen, sage ich jetzt einfach mal. Weil für mich, ich war noch so, ich habe mich vor meinem eigenen Körper auch geekelt, weil ich hatte ja diese Löcher noch, die mussten von allein zuheilen. Ich habe mein Körper war für mich fremd. Mir war das alles zu viel, ne? Und ich bin zwar nicht mehr in dieses tiefe Loch gefallen, aber ich wollte nur für mich sein, ne? Ich konnte keine Nähe zulassen, wenn mich jemand angefasst hat, dann bin ich total, ne? So, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass mich irgendjemand anfasst, weil ich wurde jeden Tag gespritzt, ich wurde jeden Tag angefasst. Ich habe 4 OPs gehabt, plus die OP in der Türkei. Gut, die war freiwillig, aber der Rest war jetzt nicht so wirklich freiwillig. Aber es war immer was und ich wollte jetzt einfach meinen Körper für mich. Ich wollte meine Ruhe haben und das war echt alles ein bisschen viel für mich und mir ging es nicht gleich besser. Und ich war auch dann bei verschiedenen Ärzten und habe dann die Tabletten für abends halt weitergenommen. Ich habe dann auch langsam wieder geschafft, das Schlafen zu lernen. Ja, das kann ich mittlerweile gut. Ich habe zwar immer noch so Momente, wo ich mit ungutem Gefühl ins Bett gehe und manchmal so Panik in mir kommt. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass nicht einschlafen. Weil ich habe gelesen, das ist ganz interessant, ich habe natürlich gegoogelt und was ist das? Ne? Das war ja ganz schlimm. Könnt gerne mal meine Vlogs anschauen, wenn ihr nicht wisst, von was ich rede. Da habe ich euch mitgenommen und genau geschildert, was da passiert. Auf jeden Fall speichert das Gehirn, wenn man in eine Narkose geht, als Gefahr, weil das Gehirn irgendwie wird ja dann zum Einschlafen gezwungen und davon hat das Gehirn anscheinend ein Trauma und sagt dann immer, wenn der Körper entspannen will, einschlafen will,
Schalt, stopp. Es geht in die Narkose, nicht einschlafen. Schick mal was rauf, dass du wieder wach bist. Und das ist das Aufzucken und so kannst du nicht einschlafen. Das kannst du vergessen. Ja, aber das habe ich Gott sei Dank so weit im Griff. Was halt jetzt so ist, ist meine Panikattacken. Die hatte ich eigentlich nach der OP direkt und ich wusste nicht, was das ist. Ich habe gedacht, okay, die OP war lang und schwer. Mein Herz hat einfach zu kämpfen, weil ich habe ja gesehen, dass es immer richtig hochgeschossen ist in den paar Sekunden. Und ich hatte das auch im anderen Krankenhaus, hatte ich das dann auch ganz schlimm. Das war dann so ein Gefühl von, mir wird auf einmal richtig schwindelig. Und ich habe ihn dann, danach kommt die Angst, dass das jetzt war, ne? Ich hatte Angst umzukippen vor lauter Schwindel. Ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. So, es hat auch nur ein paar Sekunden gedauert. Und im Nacken wurde es am Schluss ganz, ganz, ganz warm. Und ich habe mir echt gedacht, ich habe jetzt einen Herzinfarkt. Das ist wirklich so. Und danach hatte ich halt die Angst vor der Angst und hatte halt die ganze Zeit Angst, Verhaltensangst, dass das gleich wiederkommt. Ja, und die hat auch relativ lang angehalten. Und dann musste ich ja, wo ich vom Krankenhaus zu Hause war, musste ich ja immer wieder zum Krankenhaus zurückfahren, um Verbandwechsel zu machen. Und dann hatte ich im Auto an einer Ampel, ich musste links abbiegen, auch eine fette Panikattacke. Und da wusste ich aber, das ist eine, weil das war ganz komisch. Ich habe mich wieder so komisch gefühlt, aber die Ampel hat Gott sei Dank irgendwann auf grün geschaltet und das war in meinem Kopf auch wie so ein Schalter. Die Ampel hat auf grün geschaltet, mein Kopf anscheinend auch und dann war das weg, weil ich weiterfahren musste. Dann war die Panik weg und die Panikattacke auch und da wusste ich, das ist in meinem Gehirn drinne und ja, und ich hatte das immer wieder mal und ich habe es heute noch, ja. Meine letzte fette Panikattacke war auf der Autobahn. Ganz geil. Ich bin einfach eigentlich nur geradeaus gefahren. Aber das muss gar keinen wirklichen Auslöser haben. Das kommt von jetzt auf gleich. Das kommt ohne Ankündigung. Das finde ich ja das Schlimme. Und ja. Und die kam dann und mir wurde auch ganz warm. Im ganzen Körper wurde mir dann so warm. Vom Adrenalin wahrscheinlich. Aber es war ganz, ganz unangenehm. Also die war auch richtig, richtig stark. Genau. Und ich bin jetzt auch bei einer Psychologin und die hat mir jetzt neue Tabletten verschrieben. Mal schauen, muss halt ein bisschen warten, weil diese ganzen Tabletten, die brauchen halt auch einen Spiegel. Ich nehme ihn noch nicht so lang und dann gucken wir mal. Momentan finde ich, dass die Panikattacken gleich sind, sogar ein bisschen vermehrt. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich habe halt oft Unruhe auch manchmal. So Unruhe. Und ja, genau. Und woran ich merke, dass ich einfach sehr, sehr Schwierigkeiten habe in meinem Leben, ist zum Beispiel, ich habe sehr Schwierigkeiten mit Motivation. Mir fehlt alles schwer. Das ganze Leben fällt mir schwer. Ich stehe natürlich auf und mache trotzdem, weil ich mache es ja für meine Kinder. Wenn ich es nicht für mich mache, dann mache ich es für meine Kinder. Für die mache ich, würde ich alles machen. Aber es ist trotzdem sehr schwer und ich finde das Leben sehr anstrengend und für mich, mir fehlt eigentlich Motivation und ach ja, das, mir fällt halt alles schwer. Andere Menschen, die machen das tück, fertig. Und ich denke mir, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ist alles zu viel. Und mein Kopf gickert dann auf Kopfschmerzen. Bin sehr schnell gestresst oder abgelenkt. Manchmal habe ich auch Probleme, Leuten zuzuhören. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass da irgendwie alles... Ich habe auch so, wenn ich so Gespräche habe, dann habe ich auch so... so das Gefühl, dass mir schwindelig wird, als wie das als benommen bin oder so. Also ganz komisch, dann kann ich mich auch nicht konzentrieren und versuche dann immer irgendwas anderes zu machen, um mich zu bewegen. Und ja, ganz komisch. Und
Dann habe ich halt Probleme mit Veränderungen. Veränderungen gehen gar nicht, die stressen mich total. Und so ungute Sachen, die ich nicht leiden kann, die mir Sorgen machen, da wo ich mich drum kümmern muss, da bin ich ja voll verloren. Ist echt so. Da bin ich so verloren, weil ja, ich brauche da immer ewig und keine Ahnung, ist schwierig für mich. Genau. Und ich habe halt leider oft das Problem, dass ich dieses Glück nicht mehr fühlen kann. Wisst ihr? Das ist eigentlich das Schlimmste, dass man das Glück nicht mehr so fühlen kann. Man kann sich nicht mehr auf alles freuen. Man freut sich manchmal schon. Also ich freue mich manchmal schon auf was. Aber ich müsste mich viel mehr freuen auf alles Mögliche. Aber oft freue ich mich gar nicht. Und das ist leider so bedrücktes Gefühl, das wo man noch hat. Und meine Panikattacken finde ich ja auch ganz, ganz schlimm, weil das ist ja das schlimmste Gefühl, was man ja eigentlich haben kann, dieses Todesgefühl, ne? Dass man Todesangst hat. Ja, genau. So, und jetzt erzähle ich euch mal, was mir bei den Panikattacken zum Beispiel hilft. Also, ich war ja bei einer Psychiaterin, kriege neue Tabletten und muss ich halt schauen, wie die bald wirken. Ich habe mir jetzt auch so einen Gutschein, ne, Gutschein, so einen Code geben lassen, habe das schon angerufen, die suchen für mich eine Verhaltenstherapie und eine Psychotherapie, genau. Kann ein bisschen dauern, ihr wisst es ja, aber das sollte man auch auf jeden Fall nebenzu machen. Was mir aber hilft, wenn man eine Panikattacke hat, ich gehe aus dieser Situation, wenn ich kann, raus. Das heißt, ich habe schon mal eine Panikattacke beim Einkaufen, während ich den Einkaufswagen geschoben habe, da habe ich gemerkt, mir wird schwindelig, komisch und bin weitergelaufen, habe gemerkt, die wird nicht besser und dann bin ich einfach stehen geblieben. Komplett anders, Gegenteil, ich bin stehen geblieben und dann zack war die weg, wo ich mir dachte, okay, komisch, ich habe ja nicht viel verändert und ja, und wenn es jetzt im Auto passiert, ist es halt schwieriger, da kann ich es oft nicht steuern, da kommt es. Da kann ich immer hoffen, bitte schalt gleich um. Bei mir hilft nicht, also ich versuche es halt mit laut singen, Auto zählen, schau mir die Umgebung an, trinken, irgendwas riechen, eher so intensive Sachen riechen, habe ich auch schon gehört, Kaugummi kauen, sowas halt, was euch halt dann hilft. Ich schaffe es halt immer wieder raus, wahrscheinlich weil ich dann weiterfahren kann oder was auch immer. Ich versuche halt dann auch immer die Hände, total albern, aber es ist so. Genau. Und ich hoffe einfach, dass es für mich bald einen Platz irgendwo gibt, dass ich da auch so eine Therapie mache, dass die mir hilft, dass ich irgendwann mal wieder anständiges Leben führen kann. Weil zuvor habe ich ja eigentlich ein gutes Leben gehabt. Ich habe keine Panikattacken gehabt und ich hatte keine Angstzustände. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Also es heißt ja, da ist wahrscheinlich irgendwas von der Kindheit, ist dann jetzt hochgekommen. Und irgendwann klopft es an, wurde mir so gesagt. Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, woran es liegt. Das wird wahrscheinlich nur der Therapeut, die Therapeutin rausfinden. Ja, genau. Das ist so, was mich gerade so beschäftigt. Aber es ist auf jeden Fall kein Vergleich zu wie zuvor dem Krankenhausaufenthalt. Weil da wollte ich ja das gar nicht haben. Also ich wollte so nicht mehr weiterleben. Und jetzt bin ich schon wieder einigermaßen im Leben drin. Aber ich habe leider immer noch zu kämpfen. Aber ich werde das auch irgendwie noch hinkriegen. Und falls ihr Fragen habt, schreibt das gerne unten rein. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi.